musst du eigentlich gerade lernen, aber hängst lieber auf YouTube rum? Wenn das der Fall ist, bist du aber zum Glück hier auf dem richtigen Video, auf dem richtigen Kanal. Also herzlich willkommen bei meinem neuen Video hier zum Thema Motivation für die Schule und fürs Lernen. In dem heutigen Video werde ich euch einige Tipps geben zum Thema Motivation fürs Lernen und werde dabei drei Themen ansprechen. Und zwar ist es einmal das Planen, dann mental und physisch, also wie man sich in diesen drei Bereichen vorbereiten kann auf das Lernen und wie man sich motivieren kann, vor allem dann wirklich auch anzufangen zu lernen. Falls du dich für die Themen generell interessierst, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Seit meinem Kanal geht es genau um diese Themen: Lernen, Motivation, Schule, Produktivität, Organisation und so weiter. Also vergiss nicht zu abonnieren und es macht viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Der erste Aspekt ist unser Mindset. Und auch obwohl der Titel dieses Videos heißt Motivation zum Lernen, ist der erste Punkt oder eigentlich der wichtigste Punkt in diesem Video, den ich auch mitgeben möchte: Motivation ist eine Lüge. Und du musst von dem Mindset, dass du Motivation brauchst, um anzufangen, einfach komplett wegkommen. Denn du brauchst wirklich keine Motivation, um Dinge anzufangen. Ich habe letztens dieses Buch hier gelesen und der Autor meinte darin, dass es nur eine einzige Sache gibt, die uns motiviert. Und zwar ist das Erfolg. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, denn es ist so, dass unsere Handlungen zu Erfolg führen und Erfolg führt uns zur Motivation, was uns wiederum zu unseren Handlungen führt. Und wenn wir dieses Modell als Grundlage nehmen, ist es eigentlich total cool, weil das heißt, dass wir einfach anfangen müssen ohne Motivation. Und Motivation folgt dann auf jeden Fall. Ich persönlich finde, dass das Schwierigste am Lernen oder generell an Aufgaben immer der Anfang ist. Also der Anfang ist wirklich das Schwierigste. Ich habe ein Haar im Mund. Und es gibt ja diesen koreanischen Spruch, der ist auf Deutsch ein bisschen komisch, aber man würde es auf Deutsch natürlich so übersetzen als: Der Anfang ist das Halbe. Oder es gibt auch einen deutschen Spruch: Der Anfang ist die halbe Miete. Heißt es irgendwie so? Es geht einfach darum, dass wenn du angefangen hast, du sozusagen schon die Hälfte hinter dir hast, weil der Anfang immer das Schwierigste ist. Und da habe ich so ein bisschen diesen kleinen Tipp für mich, dass ich immer sage, okay, Lara, du fängst jetzt an und es ist egal, wie gut du jetzt das machst, du fängst jetzt an und arbeitest für 10 Minuten an dieser Aufgabe. Es ist egal, wie viel du jetzt schaffst oder was du machst oder ob du nur 10 Minuten einfach nur da sitzt, du fängst einfach mal an und dann guckst du, wie du weiterkommst sozusagen. Und es ist wirklich eigentlich immer so, dass ich nach diesen 10 Minuten weitermache, weil ich dann schon angefangen habe in diesen Flow sozusagen komme. Also wenn ihr nur eins aus diesem Video mitnehmt, dann ist es bitte erstens, dass ihr keine Motivation zum Anfang braucht und zweitens, der Anfang ist immer das Schwierigste, also fang einfach an und dann wird die Motivation und der Flow immer nachkommen. Falls dir das Video bisher gefallen hat, kannst du mir schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben oder auch den Kanal abonnieren. Denn wie gesagt, auf meinem Kanal geht es genau um diese Themen Produktivität, Schule, Lernen und so weiter. Also abonniert doch sehr gerne, um nichts weiteres zu verpassen. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt und zwar ist das Planen. Also wie planst du eigentlich dein Lernen und deine Lernroutine und wie du generell damit anfangen möchtest. Und da habe ich so 5 Schritte, die ich immer mache und die werde ich euch jetzt ganz kurz mal erklären. Der erste Schritt ist natürlich, was muss ich überhaupt lernen? Und im zweiten Schritt schreibst du die ganzen Sachen mal auf. Ich mache das immer gerne als eine Art To-Do-Liste, also ich mache wirklich so einen Kasten und schreibe danach, was ich lernen muss. Sei es jetzt irgendwie Lehrbuchseite 35, Aufgabe 1 bis 2 oder irgendwie sowas wie, ich muss noch lernen, wie ich den Schnittpunkt einer Parabel berechnen kann oder irgendwie sowas. Dann im dritten Schritt ordne ich das alles nach Fächern, also was ist Mathe, was ist Geografie, was ist Deutsch und so weiter und mache dann da so ein Zeichen ran und ordne das dann einfach. Und dann als viertes schreibe ich mir auch, wann ich das Ganze können muss, also wann schreibe ich einen Test, wann eine Arbeit oder muss es einfach nur so wiederholen. Wenn das alles fertig ist, schreibe ich dann im fünften Schritt auf, wie gut ich die Sache schon kann. Also ist das eher etwas Grünes, was ich sehr gut kann, ist es etwas Gelbes, was ich so mittelmäßig gut kann, oder ist etwas Rotes, was ich eigentlich noch gar nicht kann. Und wenn die Sache grün ist, dann mache ich sie meistens eigentlich gar nicht mehr, weil ich sie dann schon gut kann. Ich würde sagen, da müssen wir einfach alle unsere persönliche Strategie finden. Du kannst auch sagen, ich mache jeden Tag eine grüne, zwei gelbe und drei rote Sachen, oder du sagst, ich mache jeden Tag nur eine rote und eine gelbe Sache oder so. Ich glaube, da müssen wir wirklich so unseren eigenen Rhythmus finden. Und dann kann ich euch gar nicht sagen, mach das und das und das. Ich persönlich mache es gerne so, dass ich einfach von hinten anfange, also die roten Sachen alle arbeite, dann die gelben und dann die grünen, beziehungsweise die grünen mache ich, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, das ist alles sehr individuell, aber das ist so meine Strategie, wie ich eigentlich immer lerne. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, deine produktive Zeit zu finden. Weil es kann nicht sein, dass du dir sagst, oh mein Gott, ich muss morgens früh aufstehen, sofort um 5 Uhr anfangen zu lernen für 4 Stunden, aber das einfach nicht schaffst. Und dafür gibt es auch einen Grund. Denn wir alle haben Zeiten, die wir von Natur aus irgendwie produktiver und motivierter sind oder eben nicht. Und es kann sein, dass du vielleicht am Nachmittag am produktivsten bist und da am meisten Lust hast und Motivation hast und Energie hast und da dann am ehesten lernen solltest. Und das bringt einfach nichts, wenn du dir sagst, ich fange morgens um 5 Uhr an, wenn du aber eigentlich gar nicht so der Morgenmensch bist.
Bei mir persönlich ist es nämlich genau andersrum. Also ich bin am produktivsten und am energiereichsten am Morgen. Also ich trainiere viel lieber am Morgen als am Nachmittag. Ich würde sagen, so 13 bis 17 Uhr geht bei mir gar nichts. Ich kann da gefühlt irgendwie nichts machen. Beziehungsweise natürlich kann ich da was machen und ich werde auch was machen, wenn ich was Wichtiges vorhabe sozusagen. Aber von Natur aus möchte ich lieber am Morgen lernen. Und da ich natürlich am effektivsten lernen möchte, mache ich das sehr gerne auch dann, wenn ich am effektivsten lernen kann. Also am Morgen. Was auch noch sehr helfen kann, ist, sich Study With Me Videos anzugucken. Ich habe dazu auch schon mal eins gemacht und ich habe da einfach, ich glaube, 2 Stunden ungefähr mit euch sozusagen zusammen gelernt, beziehungsweise du kannst mit mir zusammen lernen. Also ich habe einfach ein Video gemacht, wo wir zusammen mit der Pomodoro-Technik lernen. Das heißt, wir arbeiten 25 Minuten, machen 5 Minuten Pause und machen das Ganze 4-mal, glaube ich. Und nach den 4-mal machen wir dann eine größere Pause, also halbe Stunde beispielsweise, die ich jetzt nicht mitgefilmt habe, aber ich könnte dann einfach machen, sozusagen. Und ich glaube, es hilft einfach sehr, so einen Study Buddy zu haben, mit dem man das zusammen machen kann, um sich besser zu konzentrieren und zu fokussieren. Und jetzt kommen wir mal zum Physischen, sage ich mal, also was wir wirklich machen können, um auf das Lernen vorzubereiten. Und ich berufe mich da auf meine eigenen Erfahrungen, was ich sehr, sehr gerne mache. Das heißt nicht, dass es vielleicht für dich funktioniert, aber ich glaube generell, dass es sehr effektiv ist eigentlich. Und zwar ist es vor allem zum Ersten, mein Zimmer aufzuräumen, was gerade nicht so aufgeräumt ist, lol. Aber es hilft mir einfach so sehr, wenn mein Zimmer ordentlich ist. Also wenn meine Umgebung schön ist und ich Lust habe, sozusagen daran zu lernen, hilft mir das total. Aber es ist auch vorteilhaft, weil du halt nicht abgelenkt wirst. Also wenn ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch sitze und dann sehe, das ist unordentlich, dann will ich sofort erstmal aufräumen und dieses Chaos beseitigen. Und das heißt, ich finde so immer Wege, um mich abzulenken, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Deswegen mache ich es gerne so, dass ich zum Beispiel vor dem Lernen einfach mal 2 Minuten oder so aufräume und ansonsten natürlich auch immer jeden Morgen und Abend ein bisschen. Was mir außerdem sehr hilft, ist, mich immer fertig zu machen. Also ich muss mich jetzt nicht in meinem schönsten Kleid oder so hier hinsetzen, aber wenn man sich einfach so ein bisschen fertig macht, ein bisschen schön macht oder zumindest morgens vielleicht duschen geht, seine Haare macht oder sich einfach ganz okay fühlt oder ganz gut fühlt und vernünftig angezogen fühlt, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Und die Kamera wackelt immer so, das ist eigentlich voll der blöde Platz hier rumzustehen. Wo soll ich hingehen? Hier? Nee. Genau, also diese kleinen Veränderungen helfen mir schon sehr, mich auch auf das Lernen vorzubereiten und mich nicht so schlecht zu fühlen. Also vielleicht ist es bei dir anders, vielleicht bist du eher bereit zum Lernen, wenn du ein bisschen gechillter angezogen bist, in der Jogginghose bist und dich gut und entspannt fühlst. Und mir ist es halt andersrum, also ich bin gerne ein bisschen schicker. Also jetzt nicht so schick, aber ein bisschen normal, wie ich auch in die Schule gehe, angezogen, damit ich mich einfach in diesem Umfeld, damit ich einfach denke, ich bin auch in diesem Umfeld und mich dann so auf das Lernen mental vorbereiten kann. Das war es immer für heute mit dem Video und mit den Lerntipps. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen vielleicht und du bist jetzt motiviert oder fängst einfach an zu lernen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos, sonst findest du auch noch hier Videos, die dich interessieren könnten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!